Es ist heute darum gegangen, die Rechte des Rechnungshofs zu stärken, den Rechnungshof selbst zu stärken und mehr Transparenz insgesamt zu haben. Das ist gelungen. Wir haben noch einige andere Dinge verlangt, die auch wesentlich sind. Das wird auch kommen. In Zukunft wird Rechnungshofpräsidentin, Präsident mit 2/3 bestellt. Das schließt reine Regierungskandidaten für die Zukunft aus. Das ist gut. Es gibt mehr Demokratie, auch noch darüber hinaus. Der Nationalrat erhält mehr Befugnisse, Licht ins Dunkel zu bringen. Und es werden in Zukunft auch endlich die Ministerien angeschaut. Sie können sich erinnern, Umfragen etc. Da war ja Österreicher, wurde genannt ab und zu. Und das wird auch in Zukunft nicht mehr so einfach möglich sein. Auf der anderen Seite ist aber viel von dem, was der ÖVP jetzt vorgeworfen wird, immer noch möglich. Und das wollen wir noch sanieren in den nächsten Tagen. Wenn es in den nächsten Tagen nicht geht, dann so schnell wie möglich später. Das klingt jetzt so, als wäre es aus der Perspektive des Steuerzahlers optimal, wenn es mehr Transparenz gibt und Korruption erschwert wird. Was kritisiert die FPÖ daran? Das weiß ich nicht. Die FPÖ ist scheinbar nicht für eine Stärkung des Rechnungshofs und auch nicht für mehr Transparenz. Aber das müssen Sie die FPÖ fragen. Prinzipiell gibt es noch ein paar offene Stellen, haben Sie gesagt, wo noch Sachen möglich sind, die verhindert gehören. Was wäre das zum Beispiel? Ja, zum Beispiel diese Inserate Landwirtschaftsministerium, Bauernbund, das ist theoretisch immer noch möglich. Und ich denke, hier müsste man schon eingreifen. Und dann gibt es noch diese Causa Seniorenbund, auch das ginge noch. Und ich glaube, das soll in Zukunft auch nicht mehr möglich sein und dafür müssen wir sorgen.